So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Legendärer Moment. Wir sitzen tatsächlich das erste Mal in der Limo. Ich fühle mich sowieso das erste Mal, ja. Also, ich natürlich nicht, aber ich sitze auch seit langem mal wieder hier drin. Wir müssen einfach mal kurz die letzten Monate Revue passieren lassen. Wo fangen wir an? Etliche von euch fragen immer 400 km/h Projekt. Theoretisch läuft das Auto seit 3-4 Monaten schon. Praktisch war das Problem, wir hatten eigentlich von der Conti Reifen zugesichert bekommen. Mitte des Jahres haben die dann allerdings ihr Angebot zurückgezogen, weil die mit der Entwicklung ein bisschen weiter waren und da ein bisschen Skepsis hatten, dass dieser Reifen wirklich auf meinem Auto funktioniert. Liegt einfach daran, dass ich auf der Vorderachse ein relativ hohes Fahrzeuggewicht habe, der Reifen relativ schmal ist und dazu bei 400 km/h der Anpressdruck gerade auf der Vorderachse wohl einfach nicht unerheblich ist. Somit war Mitte der Saison leider die Aussage, wir haben keinen Reifen. Somit wurde das Ganze erstmal auf Eis gelegt, weil ohne Reifen können sich JP und ich auf gar keinen Fall hier reinsetzen und einfach auf gut Glück die 400 fahren halt, ne? So, so viel dazu. Praktisch fährt das Auto trotzdem seit ein paar Monaten schon. Ich kenne mich allerdings. Ich weiß, sobald dieses Auto fährt, bin ich sofort auf irgendwelchen Events, mache ein paar Tests auf dem Prüfstand und so weiter. Und deswegen habe ich mir aus reinem Selbstschutz gesagt, weil einfach unser Pensum aktuell so krass ist, dass ich das Auto bis zur Essen Motorshow auf jeden Fall nicht bewegen werde, weil ich es dieses Mal definitiv komplett fertig, lauffähig in die Halle reinfahren will und den Anblick jeden Tag einfach nur genießen will eines laufenden Autos. Also Essen Motorshow Halle. Genau. Mhm. So, das habe ich auch durchgezogen, bin tatsächlich nicht gefahren. Wir fahren jetzt den allerersten Meter. Ein paar Meter bin ich natürlich schon mit dem Motor gefahren. Es ist allerdings noch das billige Öl drin. Sprich, wir werden jetzt hier keine Vollgasorgien machen. Aber ich bin extrem gespannt, ob man das leichtere Fahrzeuggewicht merkt durch die Carbontüren, wie die Akustik ist. Ob René alles wieder ausgleicht mit seinem Gewicht. Und mal gucken, wie der Motor so generell so fährt. Hier einmal die beiden Kencheck-Displays. Sieht brutal fett aus. Gehen wir heute gar nicht drauf ein, weil das ist definitiv ein eigenes Video. Wir haben da jetzt so viele Sachen eingebaut, so viele Sensoren, so viel Spielerei. Das wird zu viel. Weil das würde ich gerne machen, wenn der Motor richtig läuft, wir ein bisschen Gas geben können und somit auch ein paar Rückschlüsse aus den Werten ziehen können, weil das ist wirklich höchstgradig interessant. Ja, also, so wie jedes Jahr, auf zum Aufbereiter. Das Ding muss jetzt mit den Carbontüren etc. definitiv vor der Messe noch einmal, mal gucken, was Kai sagt. Ich denke mal, er wird ein bisschen anschleifen und durchpolieren und auch mal gucken, was er generell zu den Carbontüren sagt. Und ja, sonst soweit ist er eigentlich fast alles beim Alten geblieben, außer dass das Auto deutlich leichter ist. Turbolader, es ist immer noch das alte Setup drauf. Viele fragen sich auch immer, was ist jetzt genau drauf? Nee, es ist immer noch das alte Setup mit internen Wastegates. Wir haben nur die Turbine vom Turbolader ein bisschen geändert. Und es ist immer noch ein, ich sag jetzt mal, Serienmotor. Das heißt, ein eigentlich ist nichts dran original. Das Einzige, was halt noch ist, es sind keine Buchsen drin. Aber Thematik Buchsen, habt ihr ja gesehen, sind wir dran. Da kommt auf jeden Fall wieder was. Das heißt, über den Winter können wir jetzt wieder einen richtig geilen Race-Motor bauen. Aber solange, bis dieser Motor nicht komplett fertig ist, bleibt das Auto so, wie es ist. Auch mit diesem Turbolader-Setup. Ihr könnt euch auf der Messe trotzdem das neue Setup angucken. Das wird da schon stehen. Und ja, jetzt habt ihr erstmal einen kleinen Überblick. Ich freue mich jetzt drauf, 20 Kilometer mit der Limo zu fahren. Und dann gucken wir mal. Was denkst du, wie viel PS wird der Race-Motor dann bekommen? Oh, unser Traum sind ja echte 1400. 1400. Ja. Was hast du jetzt hier? Hier war ja die letzte Messung waren 1270. Mhm. So, und mit Drehzahl und Turbolader und so, so ein bisschen kann man da bestimmt noch machen, dass man dann so in die Richtung kommt. Ne? Krass. So, so jetzt zeige ich euch jetzt erstes Mal Tank knapp unterhalb. Ich sage, wenn wir in, bei dem Aufbereiter ankommen, wird die Lampe an sein. Meinst du? Ja, und das sind gerade mal 20, 25 Kilometer oder so. Bei diesem kalten Wetter ist wirklich brutal, was das Auto mit E85 verbraucht. Weil man muss halt mit E85, wenn es kalt ist, enorme Kraftstoffmengen einspritzen, damit der Motor überhaupt läuft. Und ja, da geht richtig was durch. Ihr seht auch, Auto ist kalt. Jetzt zeige ich euch erstmal Kaltstart. Das ist halt der Vorteil, warum wir bis heute ein Original Steuergerät drin haben. Weil das haben Sascha und ich einfach mit der Zeit so geil immer weiter optimiert, dass das Ding halt wirklich 1:1 anspricht. Oh, ich sehe, Airbag-Lampe ist noch an, das müsst ihr natürlich entschuldigen. Das lag daran, ich habe so oft Zündung an- und ausgemacht in den letzten Monaten, während der Innenraum noch zerlegt war.
kann das ja. So, ich höre gleich auf den ersten Meter, es ist definitiv Dumpfwartung hier drin geworden. Ich kann das nicht beurteilen. Für mich ist das gerade krass, hier überhaupt mitzufahren. Das ist auch das erste Fahrvideo von der Limo auf dem Kanal, oder? Ja. Also außer das eine war so beim SCC, was ich nur mit der Legria so gemacht hatte. Ne? Ja, stimmt, ja. So. Wo du gegen den Chiron gefahren bist. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal die Temperatur runter machen. Ja, die Kupplung ist halt die Hölle. Diese Dreischeibenkupplung ist leider wirklich alles andere als angenehm. Was auf jeden Fall immer wieder cool ist, muss ich einfach immer sagen, ist, es ist an dem Auto eigentlich jetzt alles umgebaut. Ne? Drehst den Schlüssel um, fährst los, gleich auf den ersten Meter läuft das Ding wie original. Ne? Das Einzige, was jetzt hier so ein bisschen vibriert und wackelt, ist die Kupplung. Also diese Dreischeibenkupplung, das ist wirklich leider... Das ist das Einzige, was ich immer wieder sage, was an diesem Auto den Komfort wirklich komplett einschränkt. Weil die rubbelt so krass, dass die Leute am Wörthersee an die Scheibe ticken und sagen, ey, deine Räder vorne sind nicht festgeschraubt, weil sich dieses Rubbeln auch auf die Räder überträgt und das ganze Rad so rubbelt. Ne? Das ist das Einzige, was ja, wo man eigentlich nochmal bei müsste. Da gibt es aber leider gerade noch keine Lücken für, weil ich brauche halt diese drei Scheiben, um das Drehmoment zu übertragen. Ne? Weil ihr erinnert euch, vor 2-3 Jahren zwei Scheiben Kupplung übergerutscht. Also gefühlt sind die Geräusche vom Motor her nicht lauter geworden, sondern es sind nur die Geräusche lauter geworden, also das Dröhnen hier drin. Das Dröhnen hier drin ist definitiv lauter geworden, das andere geht eigentlich. Ja, ich hoffe, dass das von der Tonqualität her passt. Ja, wenn es brummt, können wir es nicht ändern. Das sind halt 100 mm Edelstahl hier drunter, plus Carbon-Türen und Carbon-Dach. Können wir leider nicht ändern. Aber auf jeden Fall merke ich so schon, läuft wieder schön. Genauso wie früher. So, und jetzt muss man dazu sagen, dass der Edelstahlauspuff, ne? Ja. Meinst du, wie das erstmal mit der Alutüte ist? Ja. Allerersten Video, was wir glaube ich gemacht hatten, oder das zweite, da waren wir auf das Dockgetriebe von dem Don Octane drin eingegangen. Das ist das Surren, was ihr im Hintergrund hört. Halt einfach gerade verzahntes Getriebe. Und das kann ich theoretisch schalten, ohne zu kuppeln. So, das heißt, pass auf, kommst du hier auf den Schaltknopf, René? Die Motorradfahrer kennen das, man braucht einfach nur einen Lastwechsel. Also ich drehe jetzt nicht die Kupplung. Das Ganze unter Volllast mit Leistung machen will, braucht man eine Unterbrechung dazu, weil man hat ja nicht den Lastwechsel und deswegen knallt das auch beim Schalten immer so. Das ist dann quasi, dass die Zündung einmal kurz unterbrochen wird, man hat den Lastwechsel, kann den nächsten Gang reindrücken. Ist allerdings immer noch H-geschaltet. Viele fahren das ja mit Shifter, dass sie nur vor oder zurück machen. Ich finde das hier einfach, weil die Auto, ihr seht, wie ich versprochen habe, das Auto sieht 1:1 so aus wie vorher. Was mir auch immer wichtig ist. Und ja. Deswegen kam es für mich auch nicht in Frage, hier ein Shifter reinzumachen, sondern das Ding musste so bleiben.
was für das Ding, ne? Wenn wir jetzt mal richtig so das Ding dritte oder so mal angepeitscht hätten. Ne? Ich glaube allerdings mit dem 20 Zoll, dem Gewicht und dem Wetter ist es eh unfahrbar. Ja. Du wirst zweite Gang Gas geben, alle vier Räder drehen, gibst dritte Gang, alle vier Räder drehen und dann vielleicht im vierten irgendwann. Fährt das dann irgendwann mal. Weil guck mal, wir sind mittlerweile über 300 Kilo. Haben wir hier mittlerweile rausgerissen, ne? Das ist halt schon richtig Gewicht, ne? Ja gut, aber ich bin auch wieder 100 Kilo plus. Trotzdem. Hast du mal die Felge bekommen, was die wiegt? 11 Kilo, 10,8. Das ist ja damals, das weiß ich noch, mein Reifendealer erzählt es mir bis heute. Mit den 20 Zoll hat damals so dieser Leichtbauwahn angefangen. Natürlich komplett konträr dazu. Warum macht man 20 Zoll aufs Auto, um Gewicht zu sparen, so ungefähr? Nee, ich wollte es damals schon maximal leicht haben. Das heißt, ich habe wirklich zum Händler alle Reifenhersteller kommen lassen in der Größe, die ich fahren wollte. Und bin da mit einer Waage hingefahren und habe vor Ort die Gewichte der Reifen. Okay, krass. Hab vor Ort gewogen, was die einzelnen Reifen so wiegen. In dem Fall ein Michelin Pilot Supersport. Das war so der leichteste. So, hier würde das Ding halt normalerweise losgehen. Das war wirklich so 4% gerade. Der läuft auch viel, viel, viel krasser und agiler, ich sag jetzt mal, als der Golf 3. Wo du ja mit dem Golf 3 kannst du ja wirklich nur 0 oder 1 fahren. Hier kannst du wirklich das Ding komplett so durchbeschleunigen. Ja, aber mit dem Öl, wie gesagt, also es ist gut, ein bisschen Last drauf zu geben, weil ein Motor will ja auch langsam an die Last gewöhnt werden. Das heißt, mit diesem einfachen Öl hast du natürlich mit minimalsten Lasten schon eine hohe Reibung. Und dadurch fährt man so einen Motor halt in dem Moment einfach ein. Das heißt, das ist schon gut, dass man mal so ein bisschen Gas gibt. Aber ich habe jetzt gerade schon wieder unter Fuß gemerkt, das Ding wird sehr gut. Also, dass der bei 4000 schon so anfängt. So, jetzt ist es erst recht ungewohnt mit dem Objektiv. Ich könnte so. Ich habe immer noch dein komplettes Gesicht drauf. Krass. Kleine Ergänzung zur Fahrt gerade noch, um dumme Kommentare direkt auszuschließen. Natürlich steht das Lenkrad schief. Wir müssen das natürlich noch einmal wieder gerade hinstellen. Aber wie ihr ja alle gesehen habt, war wirklich alles zerlegt. Und jeder kennt es. Probefahrt machen, gerade stecken. So, jetzt brauchen wir den da. Kai ist wieder im Lande. Ich habe schon gesagt, ist ja eigentlich Standardritual vor Essen Motorshow immer einmal wieder Hochglanz. Genau. In dem Fall hat das Auto eigentlich seit dem letzten Mal, ich überlege, wann ich das letzte Mal hier war. Ich denke mal auch letztes Jahr vor der Essen Motorshow, ne? Ja, letztes Jahr vor der Essen Motorshow, aber noch in der alten Halle. Ich wollte gerade sagen, das war noch in der alten Halle. Dann waren wir mit dem Golf 3 hier und ja, eigentlich hat sich seitdem nur geändert, es sind die vier Carbon-Türen drin. Mhm. Und es war halt radikal alles zerlegt, es wurde viel gebastelt, gemacht und getan. Das heißt, ein paar Stellchen werden wir schon finden. Ja gut, ist ja normal, ist ja nichts Schlimmes. Das heißt, wie gehst du vor? Machst du alles oder Türen speziell schleifen? Das muss ich dann gucken. Also ich werde ihn jetzt natürlich erstmal vorbereiten, waschen, kneten, entfetten, damit halt alles rund ist, damit wir halt sehen, wie er wirklich aussieht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ich die Türen wahrscheinlich einmal feinschleifen werde. Also jetzt nicht irgendwie mit grob oder sowas, da gehe ich jetzt mal so von aus, dass das nicht nötig ist. Und den Rest gucken wir uns einfach an. Gegebenenfalls da nochmal irgendwie, jetzt vielleicht ist man irgendwo mal gegengekommen oder so, einer mit einem Pullover oder sowas, dann da vielleicht noch einmal ein bisschen rüber. Aber das gucke ich mir dann an, wenn ich ihn halt richtig ableuchte, dann im Dunkeln. Das Interessanteste ist auf jeden Fall immer, wenn Kai das Auto gewaschen hat und mir sagen kann, wie gut oder schlecht das Auto ist. Weil man das selber ja meistens als Laie mal gar nicht so sieht. Ich habe dir diesmal unsere Legria mitgebracht. Dann kannst du nämlich selber einfach, wenn ich nicht da bin, mal ein bisschen Zeitraffer machen. Weil ich wette, das ist auf jeden Fall richtig cool, sowohl das Waschen als auch das Abkleben und so weiter. Ne? Und dann steigen wir in das Video wieder ein, sobald wir wissen, an welchem Teil wir euch am besten was zeigen können. So ein Vorher-Nachher mal zeigen, genau. Genau, das wäre cool. So, und jetzt gibt es erstmal nochmal einen Porn, und zwar wie das Auto jetzt gerade aussieht.